Hey da, was geht ab, Leute? Hunger. Heute reden wir über EX-Einladungen, EX-Rates und sowas. Ihr wisst, ich hatte den Trigger. Der Name hat sich jetzt sogar echt rumgesprochen und etabliert, was ich ganz lustig finde. Habe ich eigentlich nur so zum Spaß gesagt, wegen Perch und dem kleinen Streit da, wer das alles erfunden hat. Aber das hat sich jetzt echt verbreitet und mehrere Leute haben das jetzt gestartet, ihren eigenen Trigger-Versuch. Sogar Spieletrend hat einen Trigger gehabt. Und jetzt vor ein paar Tagen kamen neue Einladungen, Anfang der Woche glaube ich, und ich habe keinen bekommen, leider. Und für den Versuch, am 22. war der glaube ich, warte, wann war das, Freitag? Freitag vor Weihnachten, und Weihnachten war am Sonntag glaube ich, ja, 22. Und für den gab es keinen, also erfolglos war der Triggerversuch. Entweder, weil das halt, das Triggern gar nicht funktioniert und diese Theorie falsch ist, oder wir haben es einfach zu einem falschen Zeitpunkt gemacht. Weil es gibt ein paar Sachen, die hat man jetzt echt herausgefunden über die EX-Rates. Darüber erzähle ich euch noch was. Und eins dieser Sachen ist halt der Zeitraum. Es muss halt ungefähr eine Woche sein. Und dadurch, dass halt die Feiertage waren und keine neue Einladung an die EX-Rates kam, war der Zeitpunkt, wo wir den Trigger gemacht haben, jetzt dann für die Einladung, die gerade kam, Anfang der Woche, war das dann schon zu lange her. Sprich, das war dann über diese eine Woche und deswegen zählt das gar nicht mehr. Also hatten wir vielleicht leider einfach einen falschen Zeitpunkt. Aber ein paar andere, von denen habe ich gehört, es hat anscheinend funktioniert. Kann natürlich auch Zufall sein, man weiß es nie. Deswegen kann man einfach nur weiter versuchen und weiter hoffen. Ich denke, da werden auf jeden Fall noch ein paar Versuche kommen. Und schreibt unten in die Kommentare, ob ihr eine Einladung bekommen habt und ob ihr versucht habt zu triggern und ob das erfolgreich war. Was man aber sonst so weiß über EX-Agen und EX-Rates, das erzähle ich euch jetzt. Zum Beispiel kann nie zweimal hintereinander an derselben Arena ein EX-Rate kommen. Nehmen wir zum Beispiel, Moment, ich habe hier eigentlich eine Liste. So, kurzen Screenshot, das blende ich euch dann hier ein. Das sind die EX-Rate Arenen in München. Und hier könnt ihr es sehen. 5 Rates, die meisten bisher EX-Rates, Parsing, der Brunnen. Und der hat dieses Mal auch einen bekommen. Und jetzt, das heißt, bei der nächsten Woche, bei der nächsten Einladung, kann der Brunnen nicht dabei sein. Niemals zweimal hintereinander. Und wenn man sich das jetzt so genauer anschaut, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel die andere gesponserte Arena, der Food Court, als nächstes dann dran ist. Die Sache ist halt dann nur, dass bei der nächsten Einladung nicht unbedingt der Food Court drankommen muss. Es kann auch sein, dass gar nichts drankommt. Sprich, es ist halt nicht garantiert, dass die zwei sich zum Beispiel abwechseln. Und bei dieser Welle an Einladungen zum Beispiel kamen auch sehr viele neue Arenen, also die meisten Arenen waren neu, und nur der Brunnen hatte schon mal einen EX-Rate und der O2 Tower. Das heißt zum Beispiel für mich, ich muss irgendwann mal beim O2 Tower raiden, nur eben halt nicht jetzt, weil jetzt gerade die Einladung dazu kam und nicht zweimal hintereinander. Und dann wie gesagt eine Woche ungefähr der Zeitraum, und es läuft halt so ab, dass du nicht genau einen bestimmten Raid dort machen musst. Es wird halt nicht genau ein Raid ausgesucht und alle, die genau diesen Raid gemacht haben, kriegen eine Einladung oder so. Oder unter den Teilnehmern wird es ausgelost, sondern die Arena wird ausgewählt und in dem Zeitraum, jeder, der einen Raid dort macht, kommt sozusagen in einen Topf und von den ganzen Teilnehmern wird dann was ausgelost. Sprich, wenn irgendwo ein Trigger ist und ihr an dem Tag keine Zeit habt, könnt ihr im Verlauf der Tage, in den nächsten paar Tagen dorthin gehen, einen Solo-Raid machen oder so, und dann landet ihr auch in dem Topf. Falls der Trigger natürlich erfolgreich ist und die Theorie stimmt. Und bisher gab es Berichte, dass sogar am selben Tag noch, wo die Einladung rauskam, wenn jemand davor noch einen Raid gemacht hat, dass der sogar noch eine Einladung dafür bekommen hat. Also dass sogar am selben Tag das noch zählt. Ansonsten hat man jetzt noch was herausgefunden mit den Gebieten. Die Seite nennt sich S2 irgendwas, S2 Zellen oder sowas. Und da kann man halt bestimmte Bereiche markieren sehen. Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, weil ich finde es eigentlich relativ sinnlos. Aber hier zum Beispiel kann man sehen dann, in einem Gebiet kann pro Welle, pro EX-Raid-Einladungswelle nur ein Raid kommen. Das heißt, in dem Gebiet, ihr könnt es nicht so gut sehen, gibt es zum Beispiel zwei Raid-Arenen. Das war Victoria, da wo wir den Trigger versucht haben. Und dann dieser eine im Park, wo die Jungs ihr Mewtwo gefangen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie nützlich die Information sein kann. Weil wie gesagt, die meisten Arenen diesmal waren komplett neue. Also das kann man irgendwie nicht abschätzen. Und es ist auch ziemlich selten, dass in einem Gebiet, in einem so einer Zelle, mehrere EX-Rate-Arenen überhaupt sind.
weil EX-Arenen allgemein schon sehr selten sind. Ich habe hier die Liste, es sind echt sehr, sehr wenige, die mehrere EX-Raids bereits hatten an derselben Arena. Die meisten sind einfach komplett neue Arenen zum ersten Mal. Und bei denen kam dann nie wieder eine. Zum Beispiel habe ich hier eins vom 1.10. Und da kam seitdem, das sind 3 Monate, nie wieder ein EX-Raid. Was heißt das jetzt für uns? Wie können wir einen EX-Raid machen? Bekommen? Wahrscheinlich irgendwo in Parsing. Immer Brunnen und immer Food Court. Und sogar die anderen zwei Arenen da beim Bahnhof machen. Und auf jeden Fall den O2 Tower abchecken. 4 EX-Raid-Arenen gab es bisher da schon. Und ansonsten möglicherweise hier beim alten Nordfriedhof. Da gab es 3 beim EV-Richterbaum. Und einen angeblichen bei der Kletternetz-Arena. Die ist auch halt genau dort, also die Arena daneben. Da gab es halt einen Mutual-Raid. Aber irgendwie hat keiner dafür eine Einladung bekommen, also sehr skurril. Und halt dieses, was ich gerade gesagt habe vom 1.10. ist da auch da in der Nähe. Also da in der Nähe gab es schon mehrere. Das sind so meine 3 Hauptmerkmale jetzt. Parsing, O2 Tower und alter nördlicher Friedhof. Mehr kann man nicht machen. Und wie gesagt, man musste halt nur einmal raiden. Einmal in der Zeitspanne, ungefähr halt die Woche. Und dann kommt ihr alle in den Top und dann wird ihr da ausgelost anscheinend. Sprich, ihr müsst da nicht jeden Tag raiden, ihr müsst da nicht jeden Raid mitmachen. Falls ihr jetzt einen krassen Raid verpasst habt, wo echt eine Menge Leute waren, dann heißt das gar nichts. Ihr könnt einfach am nächsten Tag hingehen und einen Solo-Raid oder so machen. Und es gibt sogar Fälle, die berichten, dass die gar keinen Raid gemacht haben und eine Einladung bekommen haben. Also das ist echt noch Gerüchte, Gemunkel. Aber das war so eigentlich alles, was ich über EX-Raids so weiß bisher. Und schreibt unten in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr schon einen habt, ob ihr triggern wart, ob es funktioniert hat. Und ob ihr noch weitere Informationen habt, je mehr Informationen, desto besser. Wie gesagt, ich habe jetzt diese 3 Ziele, wo ich ein bisschen mehr raiden werde jetzt demnächst und dann vielleicht mal auch einen bekomme. Aber das war's von mir. Mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.